Das hier, das ist Loot für die Welt Level 4 und da kamen letztes Wochenende fast 240.000 Euro zusammen und das nur durch eure Spenden. Random Game Facts 110. Letzte Woche haben wir ja darüber geredet, wie viele Pokémon es gibt und das rührt ja daher, dass es fast genauso viele Pokémon-Spiele gibt. Wenn man jetzt aber nach dem The Pokémon Company Geschäftsführer Tsunekazu Ishihara geht, sollten eigentlich Gold und Silber schon die letzten beiden Spiele werden. Alle anderen Franchise-Artikel, die da drumherum kamen, also so die Pokémon-Sammelkarten, Pokémon Snap und der ganze Spaß, das sollte einfach nur versichern, dass Gold und Silber so erfolgreich wie nur möglich werden. Das hat ja dann noch irgendwie geklappt, anscheinend sogar mehr als erwartet. Ihr kennt doch sicher diese Momente, wo man eine total wichtige Entscheidung treffen muss und dann lenkt man sich lieber mit irgendwas ab, statt sich Gedanken zu machen. Schlimm ist halt, wenn sowas auch in Spielen passiert. In System Shock 2 kann man sich für eine Karriere entscheiden, zum Beispiel bei der Marine oder bei der Navy. Und wenn ihr jetzt in eurem dritten Karrierejahr seid und mal wieder nicht zu Potte kommt und euch nicht entscheiden könnt, was ihr machen sollt, dann guckt doch einfach mal links aus dem Fenster, da seht ihr dann einen Macarena-tanzenden Roboter. Und wie euch das jetzt bei der Entscheidungsfindung helfen soll, keine Ahnung. Ihr wollt noch mehr Sci-Fi und noch mehr Getanze? Na dann schmeißt doch einfach mal Star Wars Knights of the Old Republic in eure Xbox, spielt euch bis zum letzten Kampf mit Darth Malak vor, wartet vor der Tür und schließt einen zweiten Xbox-Controller an. Wenn ihr jetzt auf beiden Controllern gleichzeitig beide Trigger haltet und dazu den Y-Knopf drückt, dann werdet ihr für eure fingerakrobatische Meisterleistung belohnt mit einer geheimen Cutscene, wo aus Darth Malak eine Twi'lek wird, die dann mit euch tanzt. Banjo-Kazooie, ihr wisst schon, der Klassiker für den N64 von Rare, wo ihr als Bär mit Vogel im Gepäck eure kleine Schwester aus den Fängen einer bösen Hexe namens Grundhilda retten müsst, begann seine Entwicklungsreise eigentlich als SNES-Titel mit dem Namen Project Dream. Damals noch als RPG, wo man sich als Addison mit einer Gruppe Piraten anlegt, die vom legendären Captain Black Eye angeführt wird. Also die Entwicklungsreihe von RPG mit Piraten zu völlig abgefahrenem 3D-Jump'n'Run, die hätte ich echt gern mitbekommen. Wer wenig Zeit hat, aber Mega Man 4 für den NES möglichst schnell, aber ohne zu schummeln durchspielen will, der kann das natürlich machen. Wenn ihr im vorletzten Kampf gegen Dr. Wily, nachdem ihr Maschine Nummer 4 zerstört habt und Wily gerade mit seinem Escape Pod flüchten will, auf Toadmans Waffe wechselt und dann mit dem Rainflash den ganzen Bildschirm flutet, dann zerstört ihr den Escape Pod samt Wily. Problem daran, jetzt wo Wily weg ist, bleibt ihr genau auf diesem Screen stecken und kommt gar nicht bis zum Ende des Spiels, was ja aber auch egal ist, weil ihr den Endboss ja quasi jetzt schon besiegt habt. Es gibt ja viele Spiele, in denen verstorbene Spieler noch ein letztes Mal geehrt werden, aber nicht nur Spieler, sondern auch am Spiel Beteiligte kriegen hier zum Teil ewigen Ruhm. Als der Blizzard-Artist Michael Keuter im Alter von 19 Jahren an einem unerwarteten Herzfehler gestorben ist, hat man ihm zu Ehren einen Schrein errichtet, den findet ihr in World of Warcraft westlich der Crossroads und dort aufgebahrt seht ihr einen Ork. Der Ork ist übrigens eine Kopie von seinem Charakter, den er in der WoW-Beta gespielt hat. Doch nicht nur in WoW, sondern auch in StarCraft 2 Wings of Liberty findet man ihn. Dort hebt Rayna irgendwann den Dogtag eines verstorbenen Marines auf und darauf zu lesen dann M.Keuter. Wer schon mal Minecraft gespielt hat, der kennt sie, die Herobrine Creepypasta. Und manche sagen jetzt natürlich, das ist der tote Bruder vom Minecraft-Erfinder Notch, der sagt, er hatte nie einen toten Bruder. Manche sagen, es ist totaler Quatsch, aber was auch immer man glaubt, es ist im Endeffekt jetzt völlig egal. Denn spätestens seit Spielversion 1.8 hat es sich ausgespukt, da steht nämlich klipp und klar Removed Herobrine. Und man hat tatsächlich was aus dem Spiel removed, sogar einen Menschen. Der Mensch war aber einfach nur ursprünglich für die Spielfigur gedacht. In Rogue Squadron für den N64 konnte man durch Cheatcodes alle möglichen richtig coolen Flieger aus dem Star Wars Universum fliegen, zum Beispiel den Millennium Falcon oder den TIE Interceptor und wer Kölsch eingegeben hat, der konnte sogar aus dem V-Wing eine richtig nice Limousine machen. Es gab allerdings einen Flieger, der war so dermaßen geheim, dass nicht nur kaum einer der Entwickler davon wusste, sondern dass die zwei Cheatcodes, die man dafür eingeben musste, einen Fehlersound abspielen, dass man also denkt, man hätte was Falsches eingegeben. Es handelt sich hierbei um den Naboo Starfighter und das Problem daran, das Spiel Rogue Squadron kam ein halbes Jahr vor Episode 1 raus, das wäre also ein massiver Spoiler gewesen. Was hat sich der Macher von Die Sims eigentlich beim Entwickeln des Spiels gedacht? War das das Ausleben von perversen Allmachtsfantasien? Hatte Will Wright eventuell einen Gottkomplex? Nee, die Wahrheit ist tatsächlich etwas tragischer. Als Mr. Wright bei einem Feuer sein Heim verlor, begann er darüber nachzudenken, wie er sein Leben von neuem aufbauen kann und was er darin eigentlich wirklich braucht. Und dieser Gedanke wurde dann zum Grundstein für Die Sims. Jetzt hat der Gute auf jeden Fall genug Geld, um auch ohne Rosebud sein Heim schön einrichten zu können.
Und noch ein Zusatzfakt für alle, die traurig sind, dass es vorbei ist mit Du to die Welt, was übrigens ein totaler Erfolg war. Wir streamen natürlich trotzdem weiter. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir probieren zumindest jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr zu streamen. Mal Olli, mal ich, mal Flo, mal Olli und Flo, mal ich und Olli, mal Flo und ich, mal Olli, ich und Flo, mal nur ich. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und für die, die es jetzt interessieren sollte, wie übrigens mein Streaming-Rechner auszeigt, den würde ich euch jetzt gleich noch hinterher zeigen. Und da ist er auch schon, die Kiste. Und ihr seht, das ist kein normaler PC, das ist ein Custom-PC. Dementsprechend sage ich ganz, ganz lieb Dankeschön an Nvidia. Das ist nämlich ein Custom-Case von Pavrum für Nvidia gemacht. Und für mich natürlich perfekt als alten Overwatch-Fan und als Pharah-Main, die Pharah Edition. Und wenn ihr sagt, ja, Pharah ist jetzt nicht so mein Char, den ich gern spiele, dann guckt doch mal beim Asmugel oder auch bei der Lara Loft vorbei. Da gibt es noch eine Tracer und ein Lucio. Und während wir hier an den Wasserkühlungsschläuchen vorbeilaufen, habe ich für euch schon mal die andere Seite aufgemacht. Auch wenn man das nicht machen sollte, weil sonst Staub reinkommt. Aber für euch ist mir das nicht zu schade. Und ihr seht, der ganze Kram, der da drin ist. Fangen wir mal an mit der Grafikkarte. Eine GeForce GTX 1080 Ti muss da natürlich rein, sonst funktioniert das nicht. Der Prozessor ist ein Intel i7 7700K. Da unten ist das Motherboard, mal ein bisschen heller. Das ist von Asus, eine ROG Strix Edition. Wasserkühlungsschläuche laufen hier auch lang. Irgendwo da drin stecken sie, die Corsair DDR4 8 GB RAM Chips. Zwei Stück habe ich davon drin, also insgesamt 16 GB. Und auf der anderen Seite habe ich meine beiden Festplatten versteckt, beziehungsweise eine davon. Nämlich eine Kingston Savage mit 500 GB SSD. Und auf dem Motherboard direkt unter diesem kleinen ROG-Logo versteckt ist eine Samsung 960 Evo. Und zwar die mit VNAND, sprich die kann mit 3 GB lesen. Das ist ganz schön schnell. Ob sich das auf mein Spiel auswirken kann, ob ich dadurch die beste Pharah der Welt werde. Also ich meine, mit dem Rechner muss ich das doch werden. Das seht ihr am Sonntag um 18 Uhr natürlich live auf Dr. Freud hier auf YouTube und bei Dr. Freud auf Twitch. Ich freue mich.